Mit wem geht's schnell, Chat? Mit wem können wir schnell einen Boss Rush machen? Mit dem ich es noch nicht gemacht habe. Eve vielleicht? Einen schnellen Eevee? Ne, Lost habe ich schon. Den habe ich schon. Eine schnelle Eevee? Okay, let's go! Direkt Goldraum. Nice. Ich nehme kurz Damage. Warte, ich nehme kurz Damage. So, warte, ich nehme kurz Damage. So, jetzt bin ich gigastark. Mit Vogel an meiner Seite. Bam, bam, bam. Double Damage. Also ist schon mal ein guter erste Ebene. Ja, ich hätte auch Spacebar Item benutzen können. Dann hätte ich auch Damage bekommen. Jetzt nur nicht reinscheißen. Und nicht vergessen, dass ich schnell spielen muss. Vielleicht finde ich noch Bibel unterwegs. Das wäre geil. Easy Mom Kill. Ja, ich darf nicht zu übereifrig werden. Defensives Item ist Schmutz. Wir wollen nicht defensiv spielen, wir wollen aggressiv rein. Ja, okay, jetzt entspann dich mal. Puh! Puh! Frage ist, gehe ich nochmal zurück und hoffe auf 2 Münzen, weil ich mir dann im Shop vielleicht ein blaues, warte, ich schaue direkt in den Shop, weil ich will mir ein blaues Herz kaufen. Als ob da auch keiner ist. Da ist ein blaues Herz. Und hier ist ein Tinted Rock. Komm, wir sprengen den Automaten. Okay. Lass uns den Gamba starten. Gambussi! In deine Pussy! Okay. Cringe. So, let's go. Schafft ihr den Run? Ja, nein. Let's go. Also wir zielen auf jeden Fall auf Boss Rush an. Ne? Wenn ich ihn schaffe, können wir noch zu Hush laufen. Wenn ich ihn noch schaffe, können wir zu Delirium laufen. Delirium habe ich noch nicht, okay. Was ist mit dir? Was ist mit dir, hä? Aber ich hoffe natürlich, dass ich den Boss-Rush schaffe und dann jämmerlich sterbe. Weil wir haben nicht mehr so viel Zeit für einen Delirium-Run eigentlich. Ich werde natürlich nicht absichtlich sterben, Leute. Keine Sorge. Wenn ich jetzt wirklich so weit komme und einen guten Run habe, werde ich nicht absichtlich mich killen. Aber ja, wenn wir Boss Rush schaffen, danach Devil Deal zu. Devil Deal. Wenn wir Boss Rush schaffen, danach Hush zu machen, ist ein bisschen schwierig, ne? Weil mit Boss Rush werde ich ja super viel Zeit verschwenden. Oh yo. Nehmen wir beides mit. Aber ich weiß nicht, meint ihr, das lohnt sich, das andere noch mitzunehmen, Chat? Weil ich werde wahrscheinlich nicht so viel Schaden bekommen bis zum Boss Rush, oder? Was macht das andere? Ist das, was wir letztes Mal hatten? Dass ab 15 Damage ich einen random Familiar bekomme.
Ja, wegen einem Herzen. Ja, das kann ich auch mit meiner Sawblade wegmachen. Mit dem Razor kann ich ja wegmachen. Ach, du meinst, ich soll mit der Blade mir immer selber Damage machen? Dass ich an die 15 rankomme. Aber wenn ich jetzt die Razor Blade einsetze, dann verliere ich rotes Herz, ne? Nicht? Ja, okay. Wir waren noch nicht im Goldraum. Ja, ich kann mir die ganze Zeit selbst Damage machen, ja. Das ist eigentlich ganz geil. Nicht dieses, schon wieder dieses dumme Penny. Wenn ich ihn schon sehe, werde ich wütend. Das ist der Goldraum. Oh mein Gott, ich bin fast reingelaufen. Oh mein Gott, ich bin schon wieder fast reingelaufen. Boah, ist ein solider Run, Chat. Ist ein solider Run. Jetzt brauche ich nur noch schnell Goldraum. Echt ein guter Start, ey. Ah, die Depression-Wolke. Ich glaube, die ist nicht so gut, ne? Tier 0 Item. Noch was Interessantes drin sein. Ja, nice. Nochmal ein blaues Herz. Stark. Okay, lass abhauen. Oh, by the way. Moment. Boah, ich darf nicht zu viel Zeit verschwenden. Ich verschwende viel zu viel Zeit, oder? Aber der Goldraum war halt auch am anderen Ende der Welt. Nee, du bist eh schnell. Bin ich das? Ja, ich bin gerade noch gut on time. Sieht man ja immer an dem Zeiger da, ne? An dieser Uhr. Hey, Dakana. Ja, das ist eine starke Ebene. Bist ja generell ein sehr starker Start. I like you. So können alle Runs starten. Schön mit Double Shot. So, da ist direkt der Goldraum. Nicey, nicey. I likey, likey. Oh, blaues Herz. Hallo. Gedodged. Ja, Trash, ne? Actius. Ist das geil, Chat? Ist, glaube ich, ist, glaube ich, geil, oder? Wenn Tiers sich immer ändern, ist immer eigentlich ein geiles Item. In der Regel. Die Broken Stopwatch. Nee, aber wir nehmen den Duplicator. Für den Devil Deal. Oder so. Wenn ich einen bekomme. Aber ich bekomme einen! Ich believe! Wieso kann ich einfach jeder Run so geil sein, Leute? Alter? ich bin ja recht schnell unterwegs. Ich hole noch schnell die goldene Truhe. Check die Karten schnell ab. Scheiße, hier wollte ich nicht hin. Karte, Moon. Schnell. Hat's nicht gelohnt, schade.
So, hier die Karten schnell abchecken. Lovers. Zack. Damage. Damage. Stars. Behalten wir gleich für die nächste Ebene. Oder wir benutzen direkt hier. Health up. Hau rein. Hau rein, Digi. Wir müssen nach Hause. So, okay. War gute Ebene. War gute Ebene. Du weißt, der Damage hält nur für den Raum, oder? Ich mache nur wegen... Ich habe dieses rote Item, das ich durch Damage, 15 mal Damage, du weißt schon, bekomme. Ein Familiar. Deshalb benutze ich die ganze Zeit die Säge. Nicht, weil ich den Damage-Up davon brauche. Ich meine, ja, es wäre schlau, das in Räumen zu benutzen, wo noch Gegner am Leben sind, aber ja. Hier zum Beispiel jetzt einsammeln und wenn gleich Gegner kommen, dann benutze ich es erst. Wäre natürlich smarter, ja, ja, hast recht. Hast recht, die rechte. Oh, da kommt ein Sacrifice Room, Leute. Immer noch kein Familiar. Zählt das als Damage wirklich? Ja, doch, Actiers sind ganz nett. Da kommen die ganze Zeit Spinnen und Fliegen raus, das ist ganz cool. Nur sieht das manchmal ein bisschen gruselig aus, dass ich denke, dass aus dem Gegner gerade Spinnen rausgesprungen auf mich kommen und nicht aus meinen Tränen. Alter, noch ein Devil Deal, Leute. HP ab. Das Zweier können wir vielleicht mitnehmen. Scheiße. Sensen. Oh, ich hätte erst meine Herzen eigentlich wegmachen sollen mit dem Razorblade und dann eigentlich erst opfern, ne? Naja, wir waren noch nicht im Goldraum. Ich krieg kein Minion! Ich glaube, das funktioniert mit der Razorblade nicht. Das zählt, glaube ich, nicht als Damage. Ein Joker. Range down. Okay. Das zählt vielleicht jedes Mal als ein Damage. Ey, ich brauche ja 15 Mal. Aber ich bin doch schon locker bei 15 Mal gewesen. Ey, wo ist der Goldraum? Da ist er. Ui, Set Onion. Noch weniger. Nee, das macht kein Tears Down. Okay. Meat Cube zählt als Familiar? Habe ich den nicht von einem Reiter bekommen? Nee, ich habe den von einem Reiter bekommen. Nee, ich schneide mich mit der Rasierklinge, weil ich ein Item habe, das sobald ich 15 Mal Damage bekommen habe, ein random Familiar spawnt. Deshalb schneide ich mich die ganze Zeit. Ich meine, ein ganzes Herz einmal Damage. Ach so. Hm. Isaac ohne Kontext, echt ein wildes Spiel, ja, das stimmt wohl. Ja, ich bin dumm, dumm, dumm wie ein dummer Dummsack. Also von der Zeit her sollte das auf jeden Fall reichen. Von den,
von dem Setup, was ich hier habe, sollte es an sich auch für Boss Rush reichen. Aber wie es weiter aussieht, weiß ich nicht. Okay, ich habe Dark Boom bekommen. Es zählt doch. Oder weil ich gerade ins Feuer gelaufen bin. I don't know. Ja, Dark Boom funktioniert nicht so gut gerade mit meiner Strat, ne? Weil ich will ja eigentlich die roten Herzen für mich haben. Damit ich sie direkt wegwerfen kann. Mit der Razor. Für mehr Familias. Ja, jetzt trifft mich immer. Noch ein Cube? Ist Dark Boom gut? Er frisst halt blaue Herzen, rote Herzen. Und droppt mit etwas Glück dann blaue Herzen. Was an sich ganz nice ist, ja. Aber ich will ja gerade eigentlich die roten Herzen für mich behalten, ne? Damit ich sie mit der Razor Blade wieder wegcutten kann. Zeit 12 Minuten. Er ist easy drin. Ich sollte mich aber trotzdem beeilen. Noch ein Sacrifice Room, Leute. Sollte mich trotzdem beeilen, weil Boss Rush dauert natürlich eine Zeit. Und wenn ich danach noch Hush machen will, muss ich mich ja halt super schnell beeilen, ne? Beide Räume hier, Charm Tears. Ich habe 60 Münzen, Alter. Okay, ich habe gleich volle Münzen. Was soll ich damit? Auf Beast meinst du lieber gehen? Traue ich mich, Beast zu machen? Boah, ich bin so scheiße in diesem Raum, ne? Ja, Sacrifice kommen nur, wenn man sie nicht braucht, ey. Aber wenn ich auf Beast gehen will, dann muss ich meine Joker-Card jetzt eigentlich benutzen. Aber ich würde in dieser Ebene wahrscheinlich mit den Prozenten gerade easy einen Devil Deal schon bekommen. Und dementsprechend würde ich sie eigentlich nur wasten damit. Ich meine, Hush muss ich ja eh machen. Ich glaube, wir gehen lieber zu Hush. Ja, wir bleiben bei Hush. Junge, ich habe mir gerade selbst Schaden zugefügt. Dadurch war ich kurz unverwundbar und bin in den Gegner reingelaufen. Strat. Oh nein. Ich will den Shop noch gerne eigentlich mitnehmen, ne? Ich habe echt viel Geld. Finde Hush Delirium schwieriger. Ja, mir geht's gerade nicht unbedingt darum, ob was schwieriger ist, sondern wenn ich halt schon so schnell unterwegs bin, sollte ich Hush mitnehmen. Weil auf Beast... Wenn ich auf Beast spiele, kann ich mir auch Zeit lassen und entspannt spielen. Und wenn ich schon so einen schnellen Run habe... Ja. So, da ist der Shop. Dreamcatcher. Boah, ey. Das ist mein letzter Shop. Ein scheiß Dreamcatcher.
Schade. Meine Gedanke war halt zu viel Zeit nach dem Boss Rush. Hast. Ja, ja, aber ich denke, ich bin ziemlich schnell unterwegs. Ich bin jetzt bei 16 Minuten. Das sollte noch reichen. Zu Hasch zu kommen. Wäre geil, jetzt noch ein rotes Herz zu bekommen, irgendwie. Scheiße. Wir nehmen Damage. Ah, beides Trash. Okay, was haben wir beim Boss? Triple Shot. Ja, Triple Shot nehmen wir, ne? Aber funktioniert das überhaupt? Ich habe ja schon Double Shot. Irgendwie sieht das nicht nach mehr aus, oder? Habe ich jetzt einfach einen Stat Down bekommen? Ja, Rasur, Digga! Hier wird komplett wegrasiert. Ah! Dieser dumme Laser von dem Typen, ne? Gegen den Strich! Junge, die ganzen Spinnen hier. Herz? Ja, ist ein sehr schneller Boss-Rush auf jeden Fall. Easy. Sehr fixer Boss-Rush. Nein, das Herz wollte ich haben. Triple Shot erhöht den Damage, wenn du schon 20-20 hast. Oh, okay. Okay. Kann man machen, denke ich, ne? Nein! Oh, er hat wieder die Herzen weggenommen. Ich werde die Pille nicht benutzen. Ich habe Angst, dass es irgendwie eine Telepille ist oder so. Wo ist der Gegner? Hallo? Ach so. Rasiert wie Knossi in der Werbung. Diese scheiß Wilkinson-Werbung. Ich glaube, das war Hydro Hype, Digga, oder so. Meins! Oh, Junge, ist der schnell. Okay, Eve's Mascara, nice. Dann kriegen wir noch Virgo. Virgo ist doch sogar quasi Wafer, ne? Hydro 5 Wilkinson Sword. Keine Ahnung. Schon länger her, dass ich die Werbung gesehen habe. Hölle, dass es keinen Boss-Counter in Negativ gibt. Was? Boss-Counter in Negativ? Was? Wilkinson Sword Hydro 5. Da war ein rotes Herz. Oh. Oh, nice. Okay. Schnell zu Hasch. Halt X noch X Bosse bis Ende.
Ist das eine Mod am PC oder was? So. Wenn du öfters Boss Rush gemacht hast, dann kennst du ja die Patterns und dann weißt du, wann es endet ungefähr. Es gibt ja, glaube ich, nur so ein paar Handvoll von Patterns und die wiederholen sich dann immer wieder. Ja, Joker. Vielleicht gleich Joker benutzen, I guess. Wenn wir Pech haben mit dem Devil Deal. Mir geht immer zu lang auch. Ging doch gerade recht fix. Oh, der ist grün. Scheiße. Ging ja eigentlich recht flotti. Flotti Karotti, Digga. Okay, cringe. Nee, brauchen wir nicht. Wir haben keine Zeit. Müssen schnell sein. Keine Zeit. Ich habe keine Ahnung, ob ich rote Herzen habe. I don't know. Ob ich was opfern kann? I don't know. Keine Zeit! Hasch ruft! Rosin ruft! Noch ein Sacrifice Room, Leute! Ich hasse dieses Game so sehr! Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall ein rotes Herz. Wir hätten schön Mega-Satan weglasern können, ja man. Mit dem Bild, das wäre so funny gewesen. Naja, dann kann ich alles haben. Wir haben Delirium bekommen, das ist schon gut, okay? Wie mache ich den, ohne Damage zu bekommen? Spinnen? Okay. So, Devil Deal oder nicht? Ein HP ab und kein Devil Deal. So, dann müsste ich jetzt 3 Herzen haben, ne? Ja, ich will nur eins. So, okay. Flotti. Ja, Hasch sollte easy drin sein, Chat. 2 Herzen habe ich. Stark. Ja, ich habe noch 7 Minuten, Leute. Ich habe einen neuen Familia bekommen. Ein Turret Boy. Der bringt mir bei Hasch leider gar nichts. Schade. Ja, jetzt einen dritten Familia zu bekommen, wird ein bisschen schwierig, ne? Weil jetzt brauche ich ja 30 Damage. Jetzt wird's schwierig. Das kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr hin. Deshalb jetzt vielleicht alle Herzen abgeben an Dark Boom. Wobei, alle roten Herzen voll zu machen für Hasch wäre auch nicht verkehrt, ne? Aber dann kann ich direkt reingehen und 2-mal die Rasierklinge benutzen für Damage. Und dann habe ich nochmal extra Damage bei Hasch. Ist ja bestimmt auch ganz cool. So, Muddy! Level Deal? Krampussi. Kohle, ja, ist auch gut.
Ja, leider kein leider kein kein Devil Deal. So, was haben wir hier so Schönes? Hierophant, nice. The Hierophant. Ah, ich bin voll. Der Kuchen ist, glaube ich, nice, ne? Und das Gift ist nice. Nehmen wir ein Gift mit? Und Kuchen mit? Ein geiler Shop noch? Ja, leider nicht. Nicht mal ein Herz, Alter. Magician, für den Bosskampf. Health up. Hat mir gar nichts gebracht. Schön Crawl Space noch bitte. Vielleicht, bitte. Schade. Okay, dann I guess. Ja, mit Helfer habe ich jetzt noch weniger Leben als vorher. Naja, was soll's. Magician und let's go. Der wird ja komplett weggeheatet, der Junge. Strength. Ja, schön groß, damit ich nichts mehr ausweichen kann, Leute. Ja, wie es aussieht, müssen wir wohl noch zu Delirium laufen, Leute. Wird doch kein kurzer, schneller Run. Aber ist doch trotzdem auch recht schnell. Ich sehe gar nichts, brauchen wir auch nichts. Hauptsache, du siehst unten die rote Leiste, die geht gerade leer. Alles andere brauchen wir nicht. Okay. Scheiße, das wollte ich nicht haben. So, wir nehmen noch hier das blaue Herzchen mit. So. Und auf geht's. Delirium! Junge. Ein kompletter Durchmarsch gerade, ne? Es gibt auf der PS5 eine deutsche Übersetzung. Ja, ich meine schon. Kann ich schauen. Ist ja mit Dingens gekommen, oder? Ist doch mit Repentance bei allen Versionen gekommen, oder? Okay, ich sehe es ja nicht. Vielleicht muss ich im Hauptmenü das machen. I don't know. I don't know. Kann ich später nach dem Run anschauen. Ja, der erste Run heute bis zu Delirium hat 2 Stunden gedauert. Und der ist noch nicht mal bei 40 Minuten und ich bin schon in Delirium-Ebene, ne? Ja, ja, Stars kann ich behalten bis zum Delirium-Raum. Und dann kann ich mich rausporten, wenn er kommt. Jep, 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 jep. Da ist er. Wir haben ihn, Chat. We got him! Scheiße.
Ja, ich weiß nicht, ob ich gerade zu viel Damage bekomme. Vielleicht sollte ich lieber die roten Herzen nicht verbrauchen, sondern sammeln, weil ich krieg eh, glaube ich, keine 30 Damage mehr. Vor allem, ich sollte alle roten Herzen an meinen Boy übergeben. Aber ich krieg auch nicht so viele gerade. Wieso hast du dich jetzt weggeportet? Weil es auf dieser Ebene noch ganz viele andere Bosse gibt. Bei denen ich stärker werden kann. Und die mache ich dann zuerst. Ja, okay, doppelt. Doppel Range Up, Alter, let's go. Oh, ich habe Piotr. Ich kann beide Items gleich rerollen. Ja, endlich lohnt sich das ganze Cash, was ich gesammelt habe, ne? Okay, beides weg. Oh, noch ein HP ab. Mehr brauchen wir nicht. Herzen. Gönn die Brudi. Bringt der Damage überhaupt was bei Delulu? Damage an sich glaube ich nicht unbedingt, aber ich kann ja theoretisch etwas finden, womit ich mich sicherer fühle. Ich habe ein bisschen Angst, dass das mit dem Leben nicht reicht. Ich zock auf PlayStation. Nochmal Health up. Da, hier nochmal Herzen und Tears up. Also theoretisch, wenn ich voll geheilt bin mit blauen und schwarzen Herzen, dann können wir theoretisch zu ihm gehen. Junge, was passiert da gerade? Gurge, Gurge, Gurge. Scheiße. Wer ist dieser Loser auf meinem Bildschirm? Halt die Fresse, Venox. Ja, das bringt mir gar nichts. Wer heilt sich denn die ganze Zeit voll, Alter? Gurge, Gurge. Nein, nicht Larger. Mann. Wow. Jetzt kann ich günstig shoppen gehen. Ich habe Black Hole freigeschaltet, was? Ich sammle instinktiv diese scheiß roten Herzen ein die ganze Zeit, ne? Ich bin so dämlich. Ach, what? Junge, das ist so ein Durchmarsch, dieser Run, ey. Fake Sacred Heart! Hallo, hab ich was verpasst? Ja, da war gerade im YouTube-Chat so ein Venox. Der hat mich beleidigt. Das hast du verpasst, Venox. Das Knochenherz, ich weiß nicht, wie funktioniert das mit dem Knochenherz? Verliere ich dann auch den Status von Babylon? Shit. Oder zählt das nicht dazu? Puberty? Puberty, Puberty! Hierophant, nice. Wir können zum Boss gehen, Leute. Wow, Schluss.
Echwatz, gib mir doch einen Weg in die nächste Ebene. Ja, da es keine Ebene gibt. Ich glaube, es kann nur mit einer Wahrscheinlichkeit einen Crawl Space geben, ne? Aber in der Regel ist das ein Item, was dir direkt den Weg in die nächste Ebene gibt. Hellwab schon wieder, Junge. Es kommt auf das Feld an, auf dem... Echt? Ist so wie mit der Schaufel? Hätte ich das jetzt auf einem Ding jetzt aktiviert, dann... Oh, also ist das quasi einfach wie... Es ist 1:1 Schaufel, nur einmal nutzbar. Genau, okay. Wieder was gelernt, Leute. Jumpy, jumpy. Jede Woche lerne ich hier was Neues in Isaac und vergesse es wieder. Judgment! Yo, die roten Boys. Arki? Ja, wir sind fertig, ne? Ja, ab nach Hause, wa? Minuten. Oh, man. Der Run macht mega Spaß. Ja, der war echt cool. Dass er so schnell ging. Ich sehe gar nichts. Ich kann nicht vernünftig dodgen, weil ich die Tränen nicht sehe. Gesicht juckt. Scheiße. Ich habe das Gefühl, ich treffe den nicht mal. Scheiße. Scheiße. Ich sehe die Tränen nicht so gut bei dem ganzen grünen Scheiß. LOL, was ist das denn da unten? Einfach der Magic Mushroom. Scheiße. 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 Leute! Ich sehe nichts! Oh mein Gott! Der Magic Mushroom hat mir dann mein Leben gerettet. Der Magic Mushroom hat mir mein scheiß Leben gerettet, ey. Oh Junge. Oh mein Gott. Junge, was aber ein insaner Run. Boss Rush, Harsh, Delirium. Alle nacheinander. Zack, zack, zack. Ich hab dich fast gehasst. Oh, Junge. Ich hab mich auch fast selbst gehasst. Boah. Das war gruselig.
Das war fucking gruselig, ey. Aber ein sehr geiler Run. Ich wünschte, alle meine Runs wären so schnell und so geil, ey.